Die Nachricht wird wiederholt. Hier okay. Ist Gelehrter Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch... Was ist das? Das sind ja nur alles Roboter hier. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Ja, warte. Green? In Grey Garden ist der Preis immer heiß. Sollen wir einen Deal machen? Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir dem glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Mhm. Was habe ich denn genau gewonnen? Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Aufseher Green. Ein brandneues Auto. Wow, wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. 100 Kronkorken. Ja. Dann nehme ich lieber die Kronkorken als das Auto. Oder? Ja. Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinn dazu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Aufseher Green. Bereit, deinen großartigen Einkaufstrip zu starten? Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Schon wieder richtig. Leider hast du bereits teilgenommen. Aber wenn du bereit bist, das Rad zu drehen und einen Deal zu machen, dann bin ich genau der richtige Roboter für dich. Was hast du vorrätig? Wenn du jetzt zugreifst, kannst du dir einen dieser großartigen Preise sichern. Sämtliche Waffen und Munition, die du tragen kannst. Außerdem medizinische und allgemeine Vorräte. Ein wahres Eldorado. In Ordnung. Ja, toll. Nur sowas. Ja, ich selber. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Abbrechen. Hilfsmittel Red Ray habe ich selber noch. Schrott. Ladung Holz. Na, wir lassen das mal. So, wer ist denn hier? Okay. Das war ja wohl nichts. Kronkorken gegen Mutterbeeren. So läuft das hier. Brown? Schönes Wetter, oder? Hey. Morgenstund hat Gold im Mund. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Okay. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten übernimmt. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozesse. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray.
Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Das Wasser? Es ist schrecklich. Das ist es. Einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schand. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt Schmutz. Wenn du es zum Laufen bringst, lass ich er hier. Mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Wassermarsch. Gottes Willen. Morgenstund hat Gold im Mund. Brown? Morgenstund hat Gold im Mund. Wieso reden wir nicht? Morgenstund hat Gold im Mund. Na dann. Green? Green, mein Name, und Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten. Ich brauche im Moment nichts. Na gut. Ja, warum nicht? Cool. Da unten ist ein Lager. Schauen wir mal. Ah ja, kaputt. Anyway, nice. Ah, Klammer. Anzug. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, da wollen wir rübergehen, ne? Also ich auch hier. So. Geht das? Ja, super. Ah, ist auch böse. Hey, beiß mal den Arsch. Alle und
Halt! Halt! Schnauze! Alles okay? Ja. Na. Super! Geschafft! Pilze. Geht nicht. Oh, Landstation. Yeah, nice. Dann gucken wir mal, wer unsere Hilfe braucht. Da ist jemand. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Gottes Willen. Ich kann mit Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben, aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Vorhalten, Minutemen sind wieder da. Aha. Gibt es irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja. Ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Werdet ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Danke. Hallo. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ich wusste, du würdest uns helfen. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Hey. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Da muss man so viel arbeiten wie ich? Haha. Ja. Rücken tut weh, Arm weit tut weh. Oh, lecker. Sieht aber schon richtig geil aus. Liegt hier irgendwas? Nee. Hier ist was hier. Wir gehen gleich dahin, keine Angst. Ich will nur mal kurz gucken, ja. Ein Boot.
Das hat wohl nicht so gepasst. Hund, geh weg. Ah, müssen wir mal gucken, ob wir da noch rüberkommen. Tja. Pablon heute. Ja. Karte. Inventar. Hilfsmittel. Legen wir das auf die 9. So. Jetzt auch noch ein paar Sachen. Ja, dann gucken wir mal da rein. Level up. Oh, so laut, Alter. Gucken wir nochmal hinein. Erster Schritt. Bisschen Polizei hier. Ja. Ist das die nicht gewesen? Ich muss mal ganz kurz gucken. Das war die gar nicht, okay. Ja, gut, dann nehmen wir die gleich.
Dann kümmern wir uns erstmal um die. Ah. Um die Leute da drüben. Ah, Vögelchen. Atombunker für kleines Geld. Was? Nom, 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 nom. Das sieht ja lecker aus. Das hat ja gut geklappt hier. Atombunker für kleines Geld. Atombunker für kleines Geld. Schon traurig sowas. Da wird sowas vorgehalten den Leuten so, dass das hilft. Tja, und dann passiert das. Nee, nicht gut. Nicht gut. So. Ah, das ist die Station da oben. Halt, Hund! Was denn? Gottes Willen! Halt! Halt, halt, halt! Sag das doch! Alter! Hey, 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 Opa. So. Ach komm. Schnauze. Gottes Willen. Da los. Ah, die hast du nicht geschafft. Alter, die schießen da rum, das ist der Wahnsinn. Damit. Hey, warte da. Nein. Komm schon. Nimm den Arsch weg. Hey.
Danke. Nein. Geht doch. Cool. 2:42. Alle ran, zu alle. Halt. Halt. Hey. Oh. Holen. Handeln. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was mitnehmen. Okay, das war's. Das ist mein Schrott. Ah, das ging noch. Okay, bist du voll. So. Oh nein, das nehmen. Die ballern halt noch rum, das ist ja Wahnsinn. Da, ich muss gleich mal herkommen. Warte, ich komm raus, ich komm. Genau das liebe ich an diesem Job. Okay. Gut gemacht, Hund. Und wer bist du? Entschuldigung, wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Nix. Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst meine Fragen zu beantworten. Versuche nun hier draußen zu überleben. So ja, so wie du in dem sowas passiert. Und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sanctuary Hills oder? Eigentlich Sanctuary Hills. Ich komme aus Sanctuary Hills. Das liegt hinter Concord. Ich kenne das Gebiet von unseren Karten, war aber selbst noch nicht dort. Es gibt dort nicht viel, das wir sammeln können. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen,
Und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der stählernen Bruderschaft zu helfen? Was ist die stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Ihr steht Technologie und behaltet sie für euch. Du meinst, dass wir das aus Eigennutz tun? Ich kann dir versichern, dass wir ganz andere Beweggründe haben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Warte, ich will ganz kurz... Moment mal, ich... Ich sammle mal hier kurz was. Der Ritter Kane? Okay. Gucken wir mal rein.